Hallihallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ganz frisch, ganz neu, ganz ungewohntes Terrain für mich. Viele von euch kennen mich sicherlich schon aus Instagram. Wenn nicht, könnt ihr mir da natürlich auch gerne folgen. Aber ja, ich habe jetzt losgelegt mit YouTube und wollte erstmal ein kurzes Video drehen, wo ich mich einmal kurz ein bisschen vorstelle und was über mich erzähle und vor allem, was euch hier alles erwarten wird auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen, die mich vielleicht schon kennen, starte ich mal damit. Und zwar werdet ihr hier hoffentlich, inshallah, auf jeden Fall Wochenvlogs bekommen, also wo ich die ganze Woche von meinem Alltag, nur einen verrückten Alltag, mit euch teile und dann noch andere Videos, viele Laber-Videos. Ja, jetzt kommt jetzt wiederum die Stelle, die mich nicht kennen. Da vielleicht einmal ganz kurz, ich bin Sechslingsmutter. Ich habe Sechslinge bekommen 2008 und insgesamt habe ich 8 Kinder. Seit circa 2014 teile ich mein Leben, mein verrücktes Leben mit meinen 8 Kindern auf Instagram. Und jetzt habe ich jetzt auch mit YouTube angefangen. Und mal gucken, bitte Verständnis. Alles neu für mich und ungewohnt. Wie wenn man immer so in der Instagram-Story so mit euch redet und so, ist ja nochmal was anderes. Genau, ich wollte eigentlich erstmal sagen, was euch alles hier so erwartet. Deswegen, ich wollte euch die ganze Geschichte einmal komplett erzählen. Unter anderem zum Beispiel meine Schwangerschaft mit den Sechslingen, die Geburt der Sechslinge. Wie es danach war, das zum Beispiel alles. Ihr wisst, bei Instagram, man erzählt diese Dinge in der Story oder im Live und dann ist das Ganze verschwunden und dann kommen andere, die das auch gerne hören würden, die Geschichte. Deswegen wollte ich hier einfach alles für euch festhalten, dass ihr die Möglichkeit habt, euch das jedes Mal anzugucken und ich das nicht irgendwie nochmal erzählen muss. Dann meine Konvertierung interessiert euch auch sehr. Ich bin 2002 zum Islam konvertiert. Das werdet ihr hier bekommen, ein Video. Dann, wie das ist, in eine ganz andere Kultur reinzukommen. 2 Jahre habe ich mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt. Das Ganze. Und noch vieles, vieles mehr. Aber kommen wir erstmal zu mir. Wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Ich bin die Roxana. Ich bin ursprünglich in Polen geboren. Ich bin genau 36 Jahre alt. 89, direkt nach dem Mauerfall, sind wir, also meine Eltern, ich und mein Bruder, nach Deutschland gekommen. Und ja, hier bin ich aufgewachsen, direkt zur Schule gegangen und das alles. Lebe in Berlin, also schon immer, direkt von Polen nach Berlin gekommen. War früher Spandauerin. In Spandau aufgewachsen. Ja, ganz normal zur Schule gegangen. 16 habe ich meinen Mann damals schon kennengelernt. Wir waren 2 Jahre ein Paar. Und ich habe dann mit 18 geheiratet. Ja, sehr, sehr früh, finde ich auch. Extrem früh, aber ich sage immer, ich zähle mich nicht, ich vergleiche mich nicht mit anderen, denn ich war wirklich schon sehr, sehr früh reif. Wenn ich jetzt vergleichen würde, meine große Tochter, die mittlerweile 15 ist, könnte ich mir nicht vorstellen. Also die wird dieses Jahr schon 16 und wenn ich überlege, nee, nee, also ich war schon sehr, sehr früh reif. Mein Mann ist übrigens 10 Jahre älter als ich. Deswegen sage ich, hat das ganz gut gepasst für mich. Also ich wollte zum Beispiel immer früh Mutter werden, weil ich selbst eine sehr, sehr junge Mama habe. Meine Mama hat mich mit 19 bekommen und ich habe mit meiner Mama bis heute ein sehr, sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis. Sie war immer und ist bis heute immer meine beste Freundin. Und deswegen wollte ich auch früh Mama werden. Ich habe geheiratet. Ich habe einen türkischstämmigen Mann geheiratet, der hier in Berlin auch geboren ist, aber seine Eltern aus der Türkei kommen. Auch das alles ist eine witzige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Ich glaube, das würde ich auch in einem anderen Video erzählen. Auf jeden Fall war ich 18, er 28, als wir geheiratet haben. Ich bin dann zum Islam konvertiert, aus freien Stücken. Ganz klar betonen, aus freien Stücken. Das war meine Entscheidung. Ich habe mich da sehr viel nach der Hochzeit mit beschäftigt, aber auch dazu werde ich ein extra Video drehen, weil da muss man auch eben ausführlich erzählen. Ich will hier nicht den Rahmen sprengen. Und dann wollte ich eigentlich, wie gesagt, früh Mama werden und wusste eigentlich schon, dass ich irgendwie Probleme habe, anscheinend irgendwie mit meinem Hormon oder so. Ich will da jetzt auch nicht weiter ausschweifen. Auch dazu will ich eventuell ein Video drehen zum Thema PCO. Es gibt ja verschiedene Varianten und damals wurde das bei mir noch nicht festgestellt. War dann erst schon später, da hatte ich sogar schon meine Sechslinge und dann erst später hat ein Arzt dann mal festgestellt, dass ich anscheinend PCO habe. Wie gesagt, wir waren dann verheiratet, weil die Hochzeit und so, das war alles, ging ganz schnell, ruckzuck und so und dann bin ich
zu meinen Schwiegereltern gezogen, zu den Eltern meines Mannes und habe da 2 Jahre mit denen zusammen gewohnt und da eben anderes Video, wo ich dann zum Thema eben andere Kultur und so werde ich ein extra Video drehen, denn für mich war das wirklich so, als wäre ich plötzlich in die Türkei ausgewandert. Das war auf einmal ein ganz anderes Leben, ganz andere Kultur, ganz andere Menschen, was ich halt alles nicht kannte, weil ich auch in meiner Jugend jetzt gar keine türkischen Freunde oder sowas hatte. Dann wollten wir unser erstes Baby bekommen und haben gemerkt, irgendwie, es klappt nicht. Und dann hatte ich mich untersuchen lassen, komplett von oben bis unten, Hirntomographie, Schilddrüse, bla 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 etc. Da kam eben noch nicht raus, dass ich PCO habe. Das war dann damals, nö, ist nichts, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Damals war das auch nochmal anders, wie es heute ist. Ne? Damals war auch alles von der Krankenkasse bezahlt. Da war dann halt eben das Prozedere Kinderwunschklinik. Und in der Kinderwunschklinik fängt man dann immer so Schritt für Schritt an. Und man weiß ja nicht, ich hatte damals auch eine Freundin im Bekanntenkreis, die schon 5 Jahre versucht hatte, ein Kind zu bekommen, das nicht geklappt hatte und hin und her. Und deswegen, da hatte ich dann auch Angst, oh, wer weiß, wie lange das dauert, bis ich dann ein Baby bekomme. Deswegen wollte ich dann auch schon, ja, früh loslegen. Und dann ging es auch schon los mit der ersten Behandlung. Man fängt ja so an, wenn man in so einem Kinderwunschzentrum ist, dass man erstmal Hormontabletten bekommt und schaut, ob da sich was tut und dementsprechend, ob ein Zyklus entsteht. Ja, die ersten Tabletten haben da irgendwie nichts bei mir bewirkt, hat nicht geklappt, hat sich nichts getan und dann hieß es Hormonspritzen, also Hormonbehandlung. Mein Mann, ich konnte das damals nicht mehr in den Bauch spritzen. Das war mein Mann, der das dann für mich gemacht hat. Und zwar Hormonspritzen mir in den Bauch gespritzt, damit Eier heranreifen und ich einen Eisprung bekomme, um schwanger zu werden. Und das ging damals super schnell, weil mein Mann, also ich, das war dann schon nach 2 Monaten war ich schwanger direkt. Also der erste Monat hat dann nicht geklappt und nach dem zweiten Monat war ich dann auch schon mit ihr schwanger und wir waren super, super happy und haben uns auf unsere erste Tochter gefreut, die dann 2004 auf die Welt kam. Und kurz nach ihr sind wir dann auch in unsere erste gemeinsame Wohnung dann gezogen. Und dann hatten wir so unser gemeinsames Leben. Und man macht sich ja immer so Gedanken, bevor man Kinder kriegt, ne? Man plant ja so sein Leben, ne? Wann möchte man heiraten, wie viele Kinder möchte man haben und so. Und damals war es so, bevor mein erstes Kind kam, hatte ich immer so gedacht, oh, ich will 2 Kinder gleich hintereinander bekommen, damit die 2 also zusammen aufwachsen können, damit die Spaß haben und nicht ein Kind so alleine ist. Aber ja, als dann mein erstes Kind kam und ich komme ja aus einer sehr kleinen Familie, ich habe ja halt eben, bin nur mit einem Bruder aufgewachsen, der Rest der Familie war halt immer in Polen und so, da sind wir ja mal zu Besuch zu meinen Großeltern und so gefahren. Aber ja, ich hatte nicht mit vielen Kindern oder Babys zu tun und dementsprechend war für mich mein erstes Kind sehr, sehr schwierig. Die ersten 3 Monate, da waren wirklich eine reine Katastrophe, weil ich einfach nicht klar kam. Ich wusste nicht, hat die Hunger, hat sie Bauchschmerzen, was will sie denn von mir? Beziehungsweise finde ich das ja ganz witzig auch zu sehen, obwohl man 9 Monate lang ein Kind im Bauch trägt und weiß, man bekommt ein Kind, ist es dann, wenn das da ist, auf einmal realisiert man so den Schock. Ich habe jetzt dieses Leben auf die Welt gebracht und das ist meine Verantwortung jetzt, mich um diesen Menschen zu kümmern. Und wenn einen dann so Klick macht und dann so, ne, mit Babyblues und so in Verbindung, ist auch schon heftig, ne, dass man dann auf einmal merkt richtig, boah, was habe ich da für eine Verantwortung. Aber so lief alles ganz gut und erst Mariam, als sie 3 Jahre alt war und schon zur Kita ging und ihre beste Kindergartenfreundin ein Geschwisterbaby bekommen hatte, kam dann Mariam zu uns und dann, Mama, Mama, ich will auch Schwesterbaby, Bruderbaby. Und ich glaube, sie hatte Schwesterbaby gesagt. Und dann haben wir auch so gedacht, ah, und die hat uns wirklich damit genervt. Und dann dachten wir auch schon so, oh, jetzt ist sie 3. Wer weiß, ob ich diesmal wieder so schnell schwanger werde und dann noch die Geburt, also die Schwangerschaft berechnen. Oh, ich will nicht, dass da so ein großer Abstand zwischen den 2 Kindern ist. Da dachte ich, okay, legen wir wieder los, Geschwisterchen für Mariam. Also wieder das gleiche Prozedere, wobei ich natürlich jedes Mal immer auch so versucht habe, schwanger zu werden, was natürlich nicht ging. Ich glaube, ein halbes Jahr war es nicht. Ging einfach dann gleich wieder zum Arzt und wieder das gleiche Prozedere, Hormontherapie, Hormonspritzen. Diesmal hatte das länger gedauert. Das waren dann ungefähr 3 Monate oder so. Dann 1 Monat hatte ich ausgesetzt, weil Mariam mich dann irgendwie mit Scharlach angesteckt hatte oder so. Da war ich super krank. Deswegen hatte das dann länger gedauert. Aber ich glaube, nach 4 Monaten oder so ungefähr war ich dann schwanger. Ne, das ist dann immer so. Ich werde es euch dann wahrscheinlich detaillierter nochmal in dem eben Schwangerschaftsvideo mit den Sechslingen nochmal erzählen, wie das Ganze war, wie ich das dann erfahren habe, wie der ganze Schock war, was die Ärzte zu mir alles gesagt haben, wie dann die Schwangerschaft war und so. Das werde ich dann da zusammenfassen.
denn es ist wirklich sehr, sehr viel, was da auf uns dann zukam, ist unglaublich. Wirklich, also wahrscheinlich musste ich das Ganze in 2 Videos zusammenfassen, weil es ist wirklich sehr, sehr viel, was alles da in der Schwangerschaft passiert ist, nach der Geburt und so. Ja, es war eine heftige Zeit. Auf jeden Fall. Ja, kam dann meine süßen 6 zur Welt, natürlich zu früh, kerngesund, das ist natürlich das Wichtigste. Aber auch das werde ich dann euch alles erzählen, welche Schwangerschaftswoche und wie es den Kindern nach der Geburt ging und so weiter, eben in dem separaten Video. Ja, und dann standen wir plötzlich da mit 6 Lingen. Wir mussten natürlich, da die 6 Linge ja Frühchen waren, waren sie dementsprechend die 3 Monate, die sie zu früh zur Welt kamen, die 3 Monate dann natürlich im Krankenhaus. In der Zeit mussten wir uns darum kümmern, eine größere Wohnung zu finden. Wir haben damals in einer kleinen Dreizimmerwohnung gewohnt und das ging natürlich nicht und war sehr schwierig, damals eine Wohnung zu finden, den ganzen Umzug zu meistern, während die 6 eben im Krankenhaus waren und wir dann natürlich jeden Tag hin mussten. Ich musste meine abgepumpte Muttermilch ins Krankenhaus bringen und das alles. Als die 6 Linge eben 3 Monate alt waren, durften sie dann nach Hause. Da hatten sie dann ihren gerechneten Geburtstermin erreicht. Die sind am 16. Oktober 2008 zur Welt gekommen und durften dann direkt kurz nach Silvester, also es war dann gleich der 1. oder 2., ich weiß nicht mehr genau, dann nach Hause kommen. Wobei dann Adam damals noch im Krankenhaus geblieben war, weil er einen kleinen Infekt hatte. Der musste dann nochmal 2 Wochen da bleiben. Dann ging halt unser verrückter Alltag mit 6 Babys los. Und ja, auch das werde ich dann eben in dem separaten Video bearbeiten und euch erzählen, wie das Ganze war. Nach dem Schock, dass ich 6 Linge erwarte, kam dann kurz darauf schon der nächste Schock. Und zwar, als die 6 Linge eben 3 Monate alt waren, erfuhr ich, und das auch sehr spät, bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt bei der Krebsvorsorge, dass ich in der 9. Woche schwanger bin. Und das war mit Malik Musa. Und auch das erzähle ich euch, wie das passiert ist. Trotz Verhütung, ja, ist nochmal ein Baby gekommen. Und natürlich war er nicht geplant. Ja, also viele sind ja da geschockt. Wie kann man nach 6 Lingen noch ein Kind machen? Ich denke mal, wer logisch überlegt, kann sich schon denken, dass das nicht geplant war. Nachdem ich den Schock vom Frauenarzt verarbeitet habe, habe ich natürlich sofort mein Baby im Bauch geliebt. Denn vielleicht denkt man auch nochmal anders. Ich denke mal, die Mamas, die eine Schwangerschaft nicht als selbstverständlich sehen, die darum kämpfen mussten, sage ich jetzt mal, um ein Baby zu bekommen, also was tun mussten und nicht einfach, wann sie wollen, gerne schwanger werden, die das so als selbstverständlich sehen, die sehen auch eine die Schwangerschaft nicht allzu selbstverständlich, sondern man ist sehr dankbar dafür, Kinder zu bekommen. Und ich wünsche jeder Frau, die Kinderwunsch hat, wirklich, dass sie auch den Wunsch erfüllt bekommt. Das Allerwichtigste ist sowieso immer, dass man kerngesunde Kinder hat. Das ist das, was uns immer sowieso die Kraft gibt. Denn man kann sich natürlich vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig sein muss, 6 Babys gleichzeitig großzuziehen. Und natürlich war es schwierig. Und ich sage immer, Gott sei Dank, dass die 6 Linge nicht als erstes gekommen sind, sondern dass ich vorher noch ein Kind bekommen habe, also die Medium, weil ich denke, das wäre viel, viel schlimmer gewesen. Also es war sowieso so, dass wenn man das erste Kind bekommt, man freut sich ja darauf, aber man weiß ja nicht, was auf einem zukommt oder was einen erwartet, ne? Und wenn man das aber hinter sich hat, obwohl es ja eben bei Medium nicht so schwierig hatte, die ersten Monate und gar nicht so richtig diese, sag ich mal, wirklich so die ersten Monate so genießen konnte, dass ich ein Baby habe, weil ich mich eben so schwer tat, was trotzdem so, dass man sich dann eben aufs zweite Kind freut, weil man ja weiß, was auf einen zukommt. Also ja, egal, auch wenn man weiß, es kann schwierig werden, man weiß, was auf einen zukommt, man hat nicht mehr diese Angst. Und es war dann so eigentlich bei mir. Ich habe mich dann so gefreut aufs zweite Kind. Ich erfuhr ja erstmal, ist ja auch so, ne, man geht mal erstmal Blut abgeben und dann bekommt man positive Ergebnisse am Telefon. Ja, der Schwangerschaftstest ist positiv und man freut sich und weiß in dem Moment noch nicht, da wusste ich ja nicht gleich, dass ich 6 Linge bekommen habe. Erst nach ein paar Wochen und dann hieß es ja auch erstmal, es sieht da nach 4 Lingen aus und so weiter. Aber wie gesagt, das machen wir in dem anderen Video. Und dann war es doch wieder eine ganz andere Situation, weil es eben 6 Babys waren. Und das war was ganz anderes und man konnte das auch nicht genießen, weil man, es ging einfach nur darum, 6 Babys zu versorgen. Ja, war nicht einfach. Und dann plötzlich ungewollt nochmal schwanger zu sein, kam dann auch nochmal dazu. Wobei ich sagen muss, Gott sei Dank, ich bin wirklich eine starke Frau. Also ich bin sehr, sehr hart im Nehmen, was so Körperliches angeht. Also ich war in keinen meiner Schwangerschaften so
wirklich wehleidig. Es war schon wirklich eher bei dem letzten, bei Malik Musa so, dass ich dann gesagt habe so, oh, ich kann nicht mehr, jetzt komm wenigstens auf die Welt. Ich will dich so jetzt mich um dich kümmern, als diesen Bauch mit mir rumzuschleppen. Weil da hatte ich dann schon mehr Beschwerden, weil ich eben so schnell nach einer Sechslingsschwangerschaft wieder schwanger war. Also 3 Monate nach der Sechslingsgeburt dann wieder schwanger zu sein, das war dann schon ja für meinen Körper einfach sehr, sehr viel. Und da hatte ich viel an Schmerzen und so. Aber bei den Sechslingen ging es eigentlich alles, aber das, wie gesagt, im separaten Video. Und dann hatte ich mit 25 Jahren 8 Kinder. Ja, mit 25 hatte ich meine 8 Kinder und seitdem meistern wir unser Leben mit diesen wundervollen 8 Kindern, die mittlerweile, wie gesagt, die große Mariam 15 ist, die Sechslinge sind 11 und Malik Musa ist 10. So langsam gehen wir in die Teenie-Phase rein bei den Sechslingen. Uiuiui, also die, die mich von Instagram kennen, die wissen schon, was tick da alle so momentan durchmache. Und das werdet ihr dann ja jetzt auch dann in den Vlogs dann wahrscheinlich sehen, wie das Ganze so aussieht. So, ich glaube, ich habe jetzt so einmal grob mein Leben in kurz zusammengefasst. Und alles Weitere werdet ihr dann in anderen Videos dann von mir erfahren. Ansonsten hoffentlich dann jede Woche einen Wochenvlog von mir bekommen, damit ihr seht, wie so ein Alltag aussieht bei mir mit 8 Kindern. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja, mich abonniert, einen Daumen hoch da lässt, kommentiert, was man da so macht. Ihr kennt euch bestimmt besser aus als ich. Ich bin neu hier und ja, versuche mein Bestes und hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Ansonsten kommentiert gerne, sagt mir gerne, was für Videowünsche ihr habt, was ihr gerne wissen möchtet. Ansonsten, wie gesagt, Q&As kommen, viele Themen, die ganze Schwangerschaft, Geburt. Ich werde auch noch viele Videos noch euch dann einblenden, wo die Sechslinge klein waren, Babyzeit, Krankenhauszeit, alles habe ich da. Und ansonsten wünsche ich mir von euch nur, lieb und nett zu sein. Ich bin keine bösen Leute hier. Ich bin ganz stolz auf meine Instagram-Community. Wirklich, ich habe so liebe Menschen und das tut mir so gut, dass ich ja mit anderen Mamas so mein Leben teilen kann. Und auch wenn ihr mir nicht glaubt, auch viele Mamas mir viel Mut und Kraft oft geben, wenn man in schwierigen Situationen ist oder mal Hilfe braucht und so. Das finde ich so toll, dass man sich hier austauschen kann. Und deswegen hoffe ich, dass wir das hier bei YouTube auch so weitermachen können, wie bei Instagram. Okay, das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr bis zu Ende geguckt habt, vielen lieben Dank. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis bald.